Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute wird wieder gevloggt. Ich komme gerade aus einem Zoom-Call raus. Die Kinder waren die ganze Zeit mit Papi. Naja, Ben ist ab und zu mal hier hochgekommen und hat hier Dokumente geschreddert. Ich habe mir einen Dokumentenschredder gekauft, so ein ganz günstiger, für 30 Euro. Aber wir haben immer mal wieder Dokumente, die man halt nicht aufheben muss, aber auch nicht unbedingt einfach so in die Tonne kloppen will, weil da halt, ne, sensible Daten drauf sind. Und jetzt habe ich mir so einen Schredderer gekauft. Und dann kam Bändchen hoch, während ich im Zoom-Call saß und hat den entdeckt. Und ich habe es ihm einmal gezeigt und dann ging es los. Er hat alles geschreddert, was er finden konnte. Und ich musste so aufpassen, dass er mir nicht alle Papiere, die ich noch brauche, einfach schreddert. Total lustig. Ich kann ihn euch gleich mal zeigen. Ein sehr guter Schredderer, den ich wirklich empfehlen kann. Klein, kompakt, nicht teuer. Tut genau das, was er soll. Ich wollte heute euch mal ein paar Sachen zeigen, die so neu hier eingezogen sind. Kleinigkeiten, die aber echt mega hilfreich sind. Und ja, da zeige ich euch nachher ein paar Sachen und verlinke sie dann in der Infobox, weil ich auf Instagram auch so oft schon wieder gefragt worden bin, woher hast du das, woher hast du das? Also nicht, um Werbung zu machen, sondern einfach, um euch den Tipp weiterzugeben, falls ihr ihn braucht. Heute steht eigentlich nichts auf der Liste. Wir haben doch ein Reel, muss ich noch drehen. Wir haben heute super krasses Regenwetter. Es regnet einfach schon den ganzen Morgen. Meine Mami und meine Schwester und der Sohn von meiner Schwester kommen heute Mittag ein bisschen zum Spielen mit den Kindern. Dann werden wir schön Kaffee trinken. Vielleicht schaffe ich es, ein bisschen nebenher zu arbeiten, wenn die da sind. Eigentlich sollte man dann einfach dabei sitzen bleiben, Kaffee trinken und spielen, ne? Aber man nutzt dann halt immer die Gelegenheit, dass alle beschäftigt sind und denkt, oh, jetzt könnte ich ins Büro. Aber natürlich werde ich auch Kaffee trinken und dabei bleiben. Aber vielleicht kann ich beides machen, mal schauen. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar neue Dinge. Dann muss ich unbedingt die Küche aufräumen. Gestern war Valentinstag. Oh, das erzähle ich euch noch kurz. Gestern war Valentinstag. Und ich habe jedes Jahr gesagt, wir feiern den nicht, nö, will ich nicht, ist alles nur Kommerz und ne, wird eh nur eingekauft und verschenkt. Und gestern habe ich gedacht, warum habe ich eigentlich diese Einstellung? Es ist doch schön, wenn es einen Tag gibt, egal jetzt woher der Tag kommt, wo man mal wieder daran erinnert wird, als Paar zu sein, sich gegenseitig eine Aufmerksamkeit zu machen, muss ja nichts Materielles sein, kann ja auch einfach nur Zeit schenken sein. André und ich habe da ja auch immer drüber offiziell, nee, nicht offiziell, wie sollte ich das sagen, unverblümt darüber gesprochen, dass unsere Beziehung sich sehr geändert hat, seit wir Kinder haben, dass wir sehr viel streiten, sehr viel Meinungsverschiedenheiten haben, wie, glaube ich, viele Menschen mit Kindern. Und uns tut das gut immer mal wieder. Also, ne, eigentlich sollte man das öfters und auch im Alltag einbauen, aber sind wir mal ehrlich, das klappt selten. Und deswegen habe ich gestern einfach gesagt, nee, lass uns den feiern. Lass uns schön Sushi bestellen, lass uns schön einen Film anschauen. André kannte Notting Hill nicht. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. André schaut so viele Filme, aber natürlich keine Schnulzen-Liebesfilme. Und dann haben wir gestern Notting Hill zusammen angeschaut. Ich bin zeitweise immer wieder eingeschlafen, aber es war einfach so schön. Ich liebe diesen Film. Und es war auch mal wieder, ja, so voll Paarzeit. Normalerweise arbeite ich abends oder ja, wir sind müde und schlafen beide mit den Kindern ein oder so. Deswegen war das echt gut. War echt ein guter Abend. Wir haben Sushi bestellt, das war leider nicht so lecker. Hat auch irgendwie 3 Stunden Lieferzeit. Wir haben um 22:30, glaube ich, Abend gegessen. Aber alleine, dass wir uns Zeit genommen haben, wieder als Paar einen Film angeschaut haben, das gibt es bei uns echt seit Jahren nicht. Deswegen war das echt schön. Ich habe André eine kleine Aufmerksamkeit geschenkt. Die kam gerade an, kam einen Tag zu spät, aber auch gut. Und zwar hat meine Mama mir den Tipp gegeben, wir suchen schon lange solche Thermobecher, wenn wir einen Termin haben oder wenn wir morgens nicht zu Hause frühstücken, sondern irgendwo unterwegs frühstücken, wir aber den besseren Kaffee zu Hause haben, weil ne, mit Hafermilch und unserer Kaffeemaschine ist einfach ein viel besserer Kaffee wie irgendwo in einem Café. Und dann wollte ich halt so einen Kaffeebecher, der warm hält für André und für mich. André trinkt auch sehr gerne Tee, wenn er mit Mia unterwegs ist oder so. Genauso für Eiskaffee, weil diese Thermobecher sind ja auch, da halten ja auch länger kalt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe uns 2 Thermobecher bestellt mit Gravur. Und das war so meine kleine Valentinstagsüberraschung. André wollte mir eine Apple Watch kaufen, das habe ich ihm aber ausgeredet. Ja, also es war wirklich ein schöner Tag und auch wenn es nicht lang war und ich auch super müde war, haben wir uns trotzdem Zeit genommen und das war wichtig und gut. Genau.
Jetzt zeige ich euch mal unten ein paar Dinge. Und André ist übrigens gerade auf der Post, auf der Bank und im Edeka. Liana hat sich Wraps gewünscht, die machen wir jetzt gleich. Aber vorher muss ich dringend die Küche aufräumen. Deswegen bin ich drauf gekommen, weil das ganze Valentinstagsgedöns da noch steht. Die Sushi-Boxen und so. Also muss ich jetzt erstmal eine Runde aufräumen. Die Kinder dürfen gerade eine Folge Paw Patrol schauen. Haben super schön gespielt mit Papi jetzt die ganze Zeit, während ich hier im Zoom-Call war. Das Büro habe ich endlich mal wieder geschafft aufzuräumen. Irgendwie sieht es schon nicht mehr aufgeräumt aus, aber es ist wirklich aufgeräumt. Hier unten steht der Dokumentenschredder. Den zeige ich euch jetzt kurz. Schaut mal, so sieht er aus. Von Amazon Basic und der hat, wenn man den anschaltet, macht er kurz so. Der kann übrigens auch CDs schreddern, finde ich auch krass. Tut genau das, was er soll. Er schreddert CDs, er schreddert Dokumente und dann habt ihr hier innen drin, ups, die Streifen dann. Oh, ist zu dunkel, aber ihr wisst, was ich meine. Und hier vorne kann man eben noch die CD auch schreddern. Das wusste ich gar nicht, als ich den bestellt habe. Und CDs haben wir jetzt auch nicht mehr so viele. Aber es ist praktisch, ne? Wenn man noch alte CDs hat, wo man eben ja Dokumente drauf hat oder was auch immer, dann kann man die da auch klein schreddern. Fand ich echt gut. Meinen Schreibtisch habe ich, wie gesagt, wieder ein bisschen organisiert. Ich habe ja auch immer eine Lampe stehen, weil ich ja hier auch Zoom-Calls mache mit meinem Team. Einfach, dass ich auch gutes Licht habe nachts. Und habe wieder so ein bisschen Organisation in meinem Büro, was sehr viel Spaß macht, genau. Ich kann euch aber auch gerne das Gegenteil von Organisation zeigen. Das ist immer meine Küche, meine größte Baustelle. Da muss ich jetzt ran und das aufräumen, dass wir gleich die Wraps machen können. Aber ich wollte euch erst noch das zeigen. Schaut mal, ist das nicht genial? Wir haben ja den Soda-Stream und haben da immer diese Flaschen rumstehen gehabt. Und da gab es jetzt so eine Halterung, war ein Tipp von unserer Haushaltshilfe. Ja, mein Schatz? Ja? Ich komme sofort und mache ihn dir an, okay, mein Schatz? Da kommen die Soda-Stream-Flaschen rein, hier unten kommen die Deckel rein und dann können die halt abtropfen, ne, wenn man sie ausgewaschen hat, weil die immer so schnell so beschlagen. Also ja, Mega-Tipp, haben wir gleich bestellt und ist echt super. Ups. Ich war gestern mit den Kindern noch einkaufen und schaut mal, was ich gefunden habe. André und ich sind ja totale Friends-Fans. Die Serie Friends schauen wir wirklich, seit wir uns kennen, seit 10 Jahren. Hoch und runter, alle 10 Staffeln, immer wieder, jeden Monat aufs Neue. Und dann habe ich das gefunden, You're My Lobster. Das ist in einer Szene, wo ja einfach erklärt wird, dass Lobster fürs Leben lang zusammenbleiben. Und das fand ich so süß und habe das gekauft und habe es ihm dann gestern Abend geschenkt. Ja, wie André halt ist, sehr unemotional. Hat er gesagt, ah ja, schön. Na, aber ich kenne ihn ja, mein Ehemann. So, und hier sind jetzt diese Thermobecher, die meine Mami uns empfohlen hat, von Emsa Travel Mug. Und die konnte man eingravieren lassen. Und das fand ich eine super schöne Idee, weil ich auch nur die schwarzen schön fand. Es gibt auch rosa und blau und so, aber ich habe jetzt gedacht, wir machen klassisch schwarz und habe sie dann eingravieren lassen mit André und Jana. Und jetzt haben wir unsere Travel Mugs für Kaffee oder Tee oder Eiskaffee. Ja, freue ich mich sehr, sehr drüber. Ihr seht, ich habe mich auch selber beschenkt. Also alles gut. Haben André und ich eine. Ja, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, falls ihr euch dafür interessiert. Ah ja, meine Mama hat gesagt, die sind wirklich sehr, sehr gut. Lelün kam noch an, das zeige ich euch dann aber auf Instagram. Und hier, ein Päckchen, über das ich mich so sehr freue. Fuchs und Kiwi, das packe ich jetzt mal mit euch aus. Ich zeige euch gleich noch die Fuchs und Kiwi Bestellung, aber erst musste ich jetzt nach oben. Bändchen will nämlich in die Badewanne, hier sehe ich ihn. Und wir haben gestern Badekugeln bekommen im DM. Und da hat er sich jetzt dran erinnert und hat gesagt, ich will in die Badewanne, Liana nicht. Liana hat gefragt, ob ich ihr einen Kalender ausdrucken kann, weil sie gerne die Tage abstreichen würde bis zum Geburtstag. Und das habe ich jetzt gerade gemacht und jetzt ist sie am Ausmalen. Schaut mal, da habe ich einfach jetzt wieder auf Google Bildersuche eingegeben, Kalender 2022 für Kinder. Und da kam dann das mit einem Elefant und einem Hund. Das malt Lianchen jetzt aus. Und dann tragen wir die Geburtstage ein und dann kann sie jeden Tag, ach so, wir laminieren es, ne, haben wir gesagt. Wir laminieren es, dann reißt es nämlich nicht und dann kann man auf der Folie mit einem abwaschbaren Stift immer die Tage abstreichen, bis zum Urlaub, bis zum Geburtstag und dann hängen wir das im Spielzimmer auf. Schön malst du wieder, mein Schatz. Diese Stifte haben wir im Ikea mitgenommen.
ganz viele bunte Filzstifte und die sind echt toll. Ne? Das war ein guter Kauf. Malt sie täglich damit. Okay, Leontin ist jetzt mit in die Badewanne. Dann kann ich euch ganz schnell die Kleidung zeigen von Fuchs und Kiwi. Wir haben genau den gleichen Stoff für Ben schon für einen Sommereinteiler gehabt. Und oh mein Gott, er wollte den einfach jeden Tag anziehen. Deswegen freue ich mich jetzt so sehr über neue Frühlingsoutfits. Ihr seht, hier ist so ein Pulli, aber es ist ein sehr leichter Pulli. Also eher so ein Longshirt mit seinem Lieblingsmotiv und die passende Pumphose dazu. Und die Pumphosen sind bei Fuchs und Kiwi ja auch mitwachsend. Ihr könnt krempeln, ihr könnt die länger machen, kürzer machen. Also mega, mega gut. Und dann durfte natürlich, oh Gott, ich muss mehr Sport machen, die Treppe runtergerannt und schon aus der Puste. Dann musste natürlich auch für Lianchen ein Sommeroutfit. Frühlingsoutfit, ist noch ein Langarm-Outfit her. Schaut mal, ich liebe ja, wenn sowas zusammenpasst, wenn man einfach Kombis hat und dann nicht lange morgens zusammensuchen muss. Und ich liebe diesen Stoff, hatten wir für Lianchen auch schon, auch hier ein Longshirt und die passende Pumphose dazu. Ich liebe Stoffhosen bei Kindern, ne? Wir sind keine Jeanshosenträger, einfach weil ich will, dass die Kinder es immer bequem haben beim Rennen, beim Spielen, beim Autofahren. Und Fuchs und Kiwi, ihr Lieben, es ist handmade, es ist natürlich ein bisschen hochpreisiger, aber ihr habt so lange was davon, wirklich. Wir haben so viele Fuchs und Kiwi Sachen über Jahre getragen, wegen diesen mitwachsenden Bündchen, die man eben am Anfang krempeln kann, dann lang machen kann, jahrelang, wirklich. Die Stoffe sind unglaublich schön, bleiben, egal wie oft ihr sie wascht, schön. Also ja, total, total schön. Dann kommen Bananas, fand ich auch so süß. Schaut mal hier, für Liana ein Hoodie und zwei Leggings. Lianchen trägt am allerliebsten Leggings und deswegen haben wir hier gleich zwei Leggings und ein Hoodie dazu. Lianchen braucht nämlich dringend Hosen und gerade für Portugal habe ich gedacht, ja, ist das jetzt optimal? Und das da, da konnte ich natürlich auch nicht widerstehen. Schaut euch bitte dieses Muster an. Einhörner und das auch noch glitzernd mit Gold. Ist auch nochmal ein Hoodie für Liana. Also ein Traum. Ich verlinke euch den Shop in der Infobox. Lohnt sich so, so sehr, dann ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Okay, bevor ich euch jetzt wieder nur Dinge zeige, die wir neu haben. Das mögen übrigens auch ganz viele nicht. Ne? Viele sagen, du machst nur noch Vlogs, wo du neue Dinge zeigst. Also ja, das gefällt vielen nicht. Deswegen zeige ich jetzt auch nicht mehr alles und zeige euch wieder mehr normale Dinge, wie zum Beispiel mein Chaos-Haushalt. Wenn ihr das sehen möchtet, hey, so gerne, weil dann brauche ich mich hier gar nicht anstrengen. Dass ihr reale Chaos-Leben haben möchtet, das bekommt ihr bei uns gratis. Das ganze Chaos einmal aufräumen und dann zeige ich euch aber schnell, was André mitgebracht hat. Vom beschwert er sich immer, dass ich meinen Kaffee stehen lasse und hier ist der halbe Tee. Ne, Schatz? Beschwerst dich immer bei meinen halben Kaffee und hier jeden Morgen halber Tee. So, jetzt habe ich alles schön erfolgreich von dieser Seite auf diese Seite geräumt. So räume ich nämlich auf. Jetzt kann ich euch hier alles zeigen und das bleibt dann wahrscheinlich noch ein paar Stunden so stehen. Nee, muss ich unbedingt gleich dran gehen. Aber ihr seht, ich habe schon wieder zu viele Dinge gleichzeitig. Ich muss jetzt auch gleich hoch zu den Kindern, aber André ist jetzt gerade hoch. Genau, jetzt zeige ich euch mal den Einkauf. André hat vor allem Getränke mitgebracht und auch Getränke für Gäste. Wir haben nämlich unten einen extra Kühlschrank, den wir übrigens überlegen, nach oben zu stellen. Wir haben aber noch keinen guten Platz dafür, weil der brummt unten und wenn wir Videos drehen, müssen wir den immer ausschalten, was einem Kühlschrank natürlich nicht gut tut. Deswegen haben wir überlegt, ob wir den Kühlschrank hier hinstellen anstatt des Sessels. Ist zwar blöd so mitten im Wohnzimmer, aber hier oben in der Küche passt er halt nirgends rein und unten stört er. Ja, kann ich euch nachher mal zeigen. Müssen wir auf jeden Fall überlegen. Deswegen sind hier viele Getränke drin, aber auch alles für Wraps, Tomaten. Und da hat André sich neulich in der Tankstelle verliebt in die Wunderbar-Riegel. Ja, mein Schatz? So, die kleinen Süßen wollten aus der Badewanne, deswegen sind sie jetzt hier dabei. Tofu-Würstchen für den Wrap, ganz wichtig. Mozzarella für den Wrap. Baby-Mozzarella gab es wohl nicht. Huh? Normalerweise macht Liana Baby-Mozzarella rein. Guac kommt in den Wrap. Ja. Dann hat der Papa ein paar Getränke für unten für den Kühlschrank gekauft. Einmal Apfelsaft. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Ingwer-Limette. Ja.
Das ist so ein Ausnahmegetränk, was wir mal am Wochenende gerne trinken oder jetzt, weil wir es gesehen haben. Cola Orangina haben wir immer für den Vorrat, wenn mal Gäste kommen. Super ungesund, sollten wir eigentlich gar nicht trinken. Apfelsaft, unsere Lieblingsschokolade. Mmh. Danke, sagt der Ben. Ist das deine oder was? Das da hat der Papa gekauft. Das mag ich gar nicht, wenn er das trinkt. Aber er behauptet, es ist hier biologisch, organic und deswegen anscheinend besser. Und für wen hat der Papa das gekauft? Mich! Lianas Lieblings-KitKats. Schmand für den Wrap. Ja! Ich mache in meinen Wrap immer Veggie-Gyros. Mag ich auch sehr gerne. Liana nicht. Unsere Tortilla-Wraps. Ja! Da hat sich der Papa irgendwas gekauft. Hä? Zweite Tüte, ah, okay. Steht auf der ersten drauf. Schinken und Pressaola, also irgendwas Totes. Nochmal Mozzarella, Avocado, weil in unseren Wrap kommt auch immer eine Guacamole. Also in Papa und Mamas Wrap. Zeig mal. Ja, ja. Was hat der Papa noch gekauft? Putenschnitzel, auch für den Wrap wahrscheinlich. Genau, totes Tier. Und noch mehr Säfte. Oh, schwarzer Johannisbeersaft. Lecker! Das mögt ihr auch, ne? Für Schorle. Und der Papa hat Mamas Lieblingsrosé gefunden, ihr Lieben. Ich kann den euch so, so sehr empfehlen. Einen alkoholfreien Rosé hat der Papa gekauft, genau. Alkoholfreier Rosé von Light Life. Für alle Mamis, die stillen, die schwanger sind, die vermissen, Wein zu trinken oder Rosé zu trinken, der schmeckt so gut und ist alkoholfrei. Also ja, liebe ich, liebe ich, liebe ich. Orangensaft, Orangina, Apfelsaft, genau. Jetzt gehen wir an unsere Wraps. So, ich mache jetzt eine Guacamole im Thermomix, die ist super einfach. 2 Knoblauchzehen, ein bisschen Chilischote. Habe ich schon wieder einen zu hellen Bildschirm, kann das sein? Ich mache euch mal dunkler. Ja, dann sieht man nämlich das Display auch besser. Also, ein Knoblauchzehe, eine Chilischote, 2 bis 3 Avocado, Tomaten, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Kommt in den Thermomix, wird alles vermischt und dann habt ihr echt eine super leckere Guacamole mit Sauerrahm in Kombination. Dann auf dem Wrap ist das echt mega lecker. So, jetzt habe ich, glaube ich, die Hälfte vergessen, euch zu zeigen. Aber ich habe euch ja vorher gesagt, was alles drin ist. Dann wird das einfach vermischt und dann ist die Guacamole fertig. Super lecker. Liantin hat jetzt gerade schon Tofu-Würstchen geschnitten. Jetzt deckt sie uns gerade den Tisch. Mozzarella, Gurken, Käse. André macht sich gerade noch Pute. Und dann wird gerollt, Wraps gerollt. So, ihr Lieben, jetzt kann's losgehen. Liana hat ganz alleine den Tisch gedeckt und jedem einen Wrap draufgelegt. Und jetzt hilft sie noch ihrem Bruder, alles drauf zu machen. Also was für ein unglaublich tolles Mädchen. Hallo! Hallo, jetzt geht's los. Eigentlich habt ihr schon alles gesehen in der Küche. Genau, das wird jetzt jeder so, wie er möchte. Was brauchst du, Ben? Tofu-Würstchen? Ah, nee, erst Kräuter. Kräuter machen wir zusammen, okay? Weil sonst kommen zu viele raus. Ich glaube nicht. Du kannst das schon, ja. Super, jetzt darfst du. Das reicht für Bändchen. Jetzt, Bändchen, kommen Tofu-Würstchen. Tofu-Würstchen. Gegrillte Paprika haben wir noch übrig. Das habe ich gedacht, passt auch ganz gut für André und mich. Gurke ist für die Kinder. Oh, ist ein bisschen viel geworden, mein Schatz. Ich nehme dir ein bisschen ab. Warte mal. Ich mache eine Runde Schmand bei mir. Und dann tue ich von dir Kräuter abnehmen. Das da ist ein bisschen viel. Sonst schmeckt er zu salzig. Liana macht sich immer ein Gesicht. Augen, Nase, Mund und Haare. Und dann rollen wir. Und Füße und Hand. Und Füße und Hand machst du auch. Limette Ingwer gibt es jetzt dazu, genau. Guacamole, gegrillte Paprika haben wir noch übrig. Mozzarella liebt Lianchen noch drin. Und auch Käse. Die meisten kennen wahrscheinlich den Wrap schon von uns. So,
Guten Appetit, ihr Süßen. So, meine Lieben. Jetzt kommt der schwierigste Moment am Tag. Du kannst gehen. Tschüss. Danke. Wir sind voll gefressen und würden am liebsten auf die Couch. Was ist denn los? Der ganze Kopf. Oh, der nervt. Nervt. Schau mal, mein ganzer Kopf sieht so aus. Und so. Zu der Kamera sagt sie, oh, er nervt. Und wenn sie das zu mir sagt, okay. Ich finde meine Frisur nicht so, also vielleicht sollte ich mir erst eine Frisur machen. Oder nicht so viel nachdenken. Ihr Lieben, der schwierigste Moment am Tag, nach dem Mittagessen, vollgefressen, am liebsten wird man auf die Couch. Bei mir hilft immer ein Espresso. Ich mache mir jetzt ein Espresso und ein Stückchen Schokolade, muss bei mir immer sein, wissen die meisten. Nach dem salzigen brauche ich ein kleines Stückchen süß. Mache mir ein Espresso und gehe dann an die Küche, räume die Küche auf, räume den Tisch ab. Und dann kommt gleich meine Mama und meine Schwester, die möchten dann bestimmt auch einen Kaffee und die Kinder werden bespaßt. Und ja, jetzt machen wir schon ein bisschen ruhiger, aber nicht auf die Couch. Aufräumen ist jetzt angesagt. So, ihr Lieben, Stunden später. Ist das Licht gut? Ich bin richtig, richtig müde. So sehe ich wahrscheinlich auch aus. Der Wasserkocher ist gerade an, weil ich mir jetzt so eine Tütensuppe mache. Die Kinder, wir waren heute Mittag, ne, habe ich ja euch erzählt, oder? Meine Schwester war da, meine Eltern waren da. Wir haben schön gespielt. Wir haben, ja, Kaffee getrunken, ein paar Dinge erledigt. Und danach waren die Kinder irgendwie so aufgedreht und wollten weiterspielen, dass ich jetzt stundenlang mit denen im Spielzimmer war. Und jetzt habe ich sie ins Bett gebracht. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Uhr es ist. 22.35 Uhr. Jetzt ist gerade Lianchen eingeschlafen und ich habe noch so viel auf meiner Liste. Oh mein Gott, ich bin fast immer so mit eingeschlafen und habe dann gedacht, oh nein, ich darf nicht einschlafen. Ich muss jetzt das Studio vorbereiten, weil ich habe morgen früh einen Zoom-Call mit einer Teampartnerin, die neu ist, der ich alles erklären möchte. Und da muss ich das Studio jetzt so vorbereiten, dass ich morgen früh, weil morgens ist bei uns, ne, immer stressig mit Frühstück und Kinder bespaßen. Morgenkreis muss ich noch richten, dass sie morgen schön beschäftigt sind. Deswegen esse ich jetzt schnell meine Tütensuppe, dann gehe ich ins Studio, bereite das Hühlerstudio vor, werde den Morgenkreis richten und oh ja, noch so zwei, drei Bürosachen machen. Ich brauche nachher, glaube ich, einen starken Kaffee. Ich habe noch echt eine lange Liste. Eigentlich wollte ich auch noch Nägel und Augenbrauen machen, aber das schaffe ich heute nicht mehr. Also ja, mal schauen, was ich jetzt gleich alles schaffe. Jetzt esse ich aber erstmal meine Nudelsuppe und mache mir einen starken Kaffee. So, ihr Lieben, hier haben wir die letzten Tage, vorgestern glaube ich, dieses Dämmmaterial angebracht. Das müssen wir jetzt noch überall anbringen. Und deswegen liegt hier noch einiges an Schutzfolie. Und ja, deswegen müssen wir jetzt hier einfach nochmal alles kurz umräumen für die Präsentation morgen. Und dann werden wir da hoffentlich die nächsten Tage weitermachen und den Rest des Dämmmaterials oben anbringen. Dass es hier im Studio auch vorangeht. Wir wollen das Studio ja vergrößern. Wir wollen diese Seite auch nochmal weiter streichen mit Dunkelblau. Hier auch nochmal eine Ecke zum Filmen machen. Der Kühlschrank hinter mir muss raus. Ja, also haben wir noch einiges zu tun. Aber jetzt machen wir erstmal alles fertig für morgen und räumen wieder um. Ich zeige es euch gleich. So, ein paar Kleinigkeiten holt André jetzt gerade noch oben, die uns noch zur Präsentation fehlen. Wie zum Beispiel der Laptop, wo ich dann den Zoom einstelle. Ich sitze am Anfang hier und erkläre alles zum Geschäftseinstieg. Alles, was man wissen muss, genau, so bürokratische Dinge und ja, ganz, ganz schöne Dinge auch, wie man Geld verdient, wie man aufsteigt. Und dann gehe ich rüber in die Ecke und mache dann die komplette Präsentation mit dem kompletten Starter-Set und dann zeige ich die ganzen Zubehöre. Ja, haben wir jetzt alles schön eingerichtet. Steht jetzt alles soweit. André hat das Licht auch eingerichtet. Hupsala, Fokus. Genau. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist den Morgenkreis richten, dass die kleinen Süßen beschäftigt sind, während ich hier unten die Präsentation mache.
Einen Trockner mache ich jetzt noch an. Ich habe die neuen Fuchs- und Kiwi-Sachen und noch ein paar andere Kinderkleidersachen gewaschen. Die mache ich jetzt gleich noch in unseren Trockner. Ich bin übrigens mega zufrieden damit. Es ist echt eine riesige Erleichterung. So, das noch schnell. Tschick. 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 So, hier ist natürlich einiges an Chaos noch vom Spielen von heute. Das werde ich jetzt aufräumen. Upala, fast das Handy aus der Hand gefallen. Das werde ich jetzt aufräumen und einen schönen Morgenkreis richten. So, ihr Lieben, aufgeräumt habe ich schon mal. Jetzt fange ich an mit dem Morgenkreis. Ich werde jetzt ein paar Figuren eingefrieren, einfach Wasser drüber in eine Muffinsform, habe ich Figuren reingelegt, Wasser drüber und dann in die Gefriertruhe bis morgen früh. Und dann habe ich so eine Wanne, wo die das dann auftauen können. Das machen die super gerne mit Salz oder mit warmem Wasser. Für Lianchen habe ich schon hier ein Sortierspiel. Ay, Ben macht es eigentlich auch, aber Liantchen macht es halt so richtig mit Muster legen und Benchen macht so, wie er Lust hat. Aber ja, jetzt kommen noch ein paar andere Sachen dazu, zeige ich euch gleich. Erstmal wird aber das hier eingefroren. So, ihr Lieben, ich bin soweit durch. Einmal gibt es Wasserfarben und ausgedruckte Paw Patrols. Dann, wie gesagt, habe ich Figuren eingefroren, deswegen ist die Wanne in der Mitte mit den Handtüchern. Liantchen hat ein paar Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel hier die ganzen Verschlüsse lösen. Da hinten hat sie ihr Jolly Design Buch, wo auch ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben drin sind. Die meisten von euch kennen das schon. Dann muss sie hier solche Ringe sortieren, zu den richtigen Farben dazu, kleine und große Ringe. Ein Puzzlebuch, das macht sie immer ganz schön mit Ben zusammen. Das da haben wir ganz neu, richtig cool. Erklär's mir, als wäre ich 5. Also das stimmt bei ihr ja sogar. Sie ist ja fast 5. Und das ist ein außergewöhnliches Wissensspiel für Kinder. Also man fragt da eine Frage und dann wird es ganz verständlich erklärt und auch echt komplizierte Fragen. Haben wir schon einige gemacht. Macht sehr viel Spaß. Paw Patrol Quartett hat sie. Dann die Murmelbahn bespielen auch beide sehr gerne. Da hinten das Sortierspiel, das wir selber gemacht haben. Für Bändchen ein paar Autos. Dann hat Bändchen hier vorne sein Autopuzzle und sein Baggerpuzzle, was er auch super gerne spielt. Das wunderschöne Affirmationsmemory von Mira. Liantchen hat noch das da, das ist schon sehr einfach für sie, aber sie macht es trotzdem noch super gerne, das Zahlenpuzzle von Natürlich Familie. Und dann hat sie noch das da, wo sie eben so Muster damit legen kann, entweder mit Pinzette oder ohne. Genau, das sind die Aufgaben für morgen und jetzt gehe ich ins Büro. So, meine Lieben, mich darf man jetzt echt nicht mehr anschauen. Ich sehe super fertig aus, aber ich bin wieder voll fit. Ne? Ich habe diese müde Phase überwunden, habe jetzt hier Studio gerichtet, da war André noch dabei. Dann ist er ins Bett, jetzt habe ich das Spielzimmer aufgeräumt, den Morgenkreis gerichtet. Jetzt bin ich wieder fit, jetzt werde ich noch den Vlog schneiden für euch, dass ihr den morgen habt, ihr Lieben. Dann bekommt ihr ihn ja nur einen Tag versetzt. Und dann mal gucken, wenn ich dann noch Power habe, mache ich vielleicht noch ein bisschen Küche. Oder ich gehe dann ins Bett. Mal schauen, wie lange es das Vlog-Schneiden dauert. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten dabei seid, ihr Lieben. Bis ganz bald. Ciao.